Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays The Legend of Zelda Oracle of Ages. In der letzten Woche hatten wir, weiß gar nicht mehr, ist so lange her, auf jeden Fall sind wir kurz vorm Finale hier sozusagen, haben diesen Kern vom Makuban bekommen, ist der auch im Inventar. Hier, Maku-Kern. Und ich habe in der Zwischenzeit die Sachen gemacht, auf die ich, also die ich euch schon mehrfach gesagt habe, auf die ich mich jetzt nicht so sehr gefreut habe, aber im Endeffekt war es dann doch alles schneller gemacht als getan. Erledigt als gedacht. Und zwar habe ich ja die zwei letzten Ringe, die ich noch holen wollte. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren, aber auf jeden Fall war es ziemlich gut. Und das eine war eine von der Schießbude, wo ich habe mal nachguckt, nur 5% Wahrscheinlichkeit hat, dass man die dann auch kriegt, den Ring. Da gewinnen ist relativ einfach, aber den richtigen Ring zu kriegen ist schwer. Habe ich dann aber trotzdem relativ schnell hinbekommen, war gleich der dritte, vierte Ring. Also ich habe so 9 gemacht und da war der dann dabei. Auch das mit dem Herzteil aus dem Gacha-Kern war relativ schnell. Und dann habe ich mich lange, lange gedrückt. Also ich bringe die Folgen ja hier wöchentlich raus, aber da habe ich mich wirklich... Also ich nehme die anders auf, als ich die zeige, wirklich Wochen gedrückt. Und dann habe ich es irgendwann gemacht, habe ich mal... Also am Ende hat es anderthalb Stunden gedauert, habe ich dieses blöde Tanz-Minispiel gemacht und wurde dann immer besser. Es ist dann wirklich der Wiederholungseffekt. Und dann habe ich dann der zweite Ring, den ich dort bekommen habe, war dann der Bom-Bom-Ring. Dann habt zwei Bomben zu setzen, nehmen auch mit, der könnte hilfreich sein. Und somit, wenn wir mal kurz uns die Liste nochmal angucken, fehlen jetzt nur noch, ich glaube, 5 oder 6 Ringe. Hier fehlen 2. Hier fehlt keiner. Hier nochmal 2 macht 4. Und hier nochmal einer. 5. Genau. Und die sind wie folgt dann aufgeteilt. Also 2 gibt es, wenn man andersrum spielt, unter Geheimnisse. 1, auch wenn man andersrum spielt, in der anderen Heronenhöhle, dann in Oracle of Seasons. Macht 3. Und 1 bekommen wir quasi, wenn wir das überhaupt einmal linked durchspielen. Also wenn wir das hier beendet haben, kriegen wir den Ring. Und der letzte verbleibende Ring ist dann noch ein Zufallsring der Seltenheit 1, den ich einfach noch nicht bekommen habe. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Den kriege ich auf jeden Fall, wenn ich dann das hier irgendwann nochmal andersrum durchspiele, erwarte ich, dass ich den dann einfach nochmal bekomme. Verzeihung, wenn ich jetzt immer ein bisschen huste. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber ich möchte einfach das jetzt hier mal beenden. Also ich werde wahrscheinlich diese und nächste Woche, ich gehe davon aus, dass wir erst nächste Woche hier wirklich fertig werden, werde ich noch ein bisschen angeschlagen klingen und dann haben wir das hier beendet. Warum gehe ich hier auf den Friedhof, fragt ihr euch? Die Antwort ist... wo ist es? Ich will zu der Hexe. Ich will ein Elixier kaufen. Da wollte ich auch gleich mal gucken, ob man... Die kann nämlich hier... Dinger verkaufen. Okay. Mal sehen, wie viele kann man mehr als... Man kann mehr als 10 haben. Okay, das ist interessant. Das wollte ich nochmal rausfinden. Aber hier, eigentlich wollte ich ein magisches Elixier kaufen. Damit wir gut ausgerüstet sind. Und jetzt müssen wir in der Vergangenheit ins Lünnerdorf und zum Turm halt. Jetzt immer mal einen Tee trinken, dass meine Stimme vielleicht doch durchhält. Genau, und dann müssen wir jetzt am besten das hier. Genau, und da gucken wir mal, was geht. Ah ja. Ich vergesse immer wieder, wie das ist mit dem Schwimmen. Okay, in die Vergangenheit. Und da geht es jetzt Richtung Veran. Und ich habe mich mal ein bisschen belesen, weil ich das selber noch nie so weit war. Und soll es neben, dass es jede Menge Gegner gibt, soll es auch noch ein Rätsel geben. Und das klang ein bisschen komplex. Mal gucken. Ah, guck mal, hier ist Ralf jetzt. Und auch Zelda und alle. Ach, Link, du hast es endlich hergeschafft. Ich bin hier, um Veran das Handwerk zu legen. Veran hat Besitz von Königin Ambi ergriffen, oder? Das heißt, um Veran zu bezwingen, muss ich Königin Ambi besiegen. Nun, Königin Ambi, Veran, ich werde sie alle beide vernichten. Dann werden die Menschen dieser Epoche Frieden haben. Doch was wird dann mit mir geschehen? Link, vergiss mich nicht. Ich sehe
dich als einen Freund. Gut, ich gehe. Ralf wird's schon schaukeln. Auf Wiedersehen. Link. Warum sagt er sowas, ne? Link, ich habe die Ahnenbücher studiert und etwas Fatales entdeckt. Ralf ist ein Nachkomme von Königin Ambi. Weißt du, was das heißt? Ralf lebt nun, weil Ambi in der Vergangenheit gelebt hat. Wenn Ambi vernichtet wird, kann Ralf niemals existieren. Ich wollte Ralf aufhalten. Es war vergebens. Link, bitte, halte Ralf auf. Ralf. Er ist im Begriff, sich für das Volk dieser Zeit zu opfern, indem er König Ambi tötet. Ich kann Ralf nicht erlauben, ein solches Opfer zu bringen. Vor allem bringt das auch nichts, wenn man nur ihren Wirt tötet. Und Zelda ist jetzt auch hier, das ist halt, weil es Link-Spiel ist. Auch ich bitte um deine Hilfe. Nicht nur dem Volk dieser Zeit steht großes Unglück bevor. Nairu, Impa und ich werden den Menschen stärkend beiseite stehen. Link, wir zählen auf dich. Jo, ne, macht's gut. Ne, der Turm, der bis zum Himmel reicht. Da müssen wir jetzt hoch. Schwarzer Turm. Anfang sind immer noch die... Ah, okay. Ich dachte, habe ich den grünen Ring aktiviert? Ja. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit dir? Von hier an ist es gefährlich. Es wimmelt von Monstern und man findet den Weg zur Spitze kaum, ohne sich dabei zu verirren. Was ist hier bloß los? Ja, ihr habt irgendwie nicht so das Beste gebaut, ne? Solange gar keine Tür, es gibt gar keinen Grund, die Gegner zu töten, außer für Herzen. Wenn sie einen halt im Weg sind. Wie hier. Noch Springer. Ganz viele verschiedene Gegner. In jedem was anderes, ne? Ich glaube, ich habe zwar volle Bomben, aber naja. Wenn jetzt nochmal alle Gegnertypen aufgetischt, das wäre irgendwie lustig. Auch Gegnertypen, die man nicht besiegen kann. Gyptos. Raubschleime sogar. Wenn ich jetzt mein Schild verliere, na dann würde ich aber ganz schön brechen. One-Hit mit Masterschwert und grünen Ring, ne? Heilige. Aua. Aber wirklich alle Varianten, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der blauen Ritter. Nein. Ein der ersten Wizrobes. Jetzt kommen die blauen Ritter. Okay. Wahrscheinlich kann ich die mit dem Spiegelschild auch abwehren. Oh. Dann haben wir los hier. Ah, das war wahrscheinlich ein Versteck. Das ist immer nur jeden... Eingang immer wieder zurückgeführt hat oder sowas. Hihihihihi, Link, Link, deine Bemühungen sind fruchtlos. Erkenne, der Zeitstrom in Labrinna ist unterbrochen. Den Menschen ist der Lebenslust genommen. Sie spüren die Qual. Ohohohoho. Hihihihi, es ist an der Zeit. Die Flamme der Qual brennt bereits. Die Flammen der Qual und der Zerstörung lodern hell, nur die Flamme der Verzweiflung fehlt noch. Hihihihihi. Wenn diese drei Flammen entfacht sind, werden wir unser Opfer darbringen, um die finsteren Riten zu vollenden. Dann wird der König des Bösen zurückkehren. Hohohohoho. Ich weiß nicht, was die alle davon haben, immer einen bösen Typen da zu haben. Naja. Schwarzer Turm, Turmspitze. Okay. Okay. Also ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier ein bisschen blind.
diese Attacke kaputt. Oh, das nehme ich mit. Wir müssen zu dem in der Mitte kommen irgendwie. So, vielleicht. Du brauchst mir einen Hinweis von dem eigentlich. Was hast du zu sagen? Die Wahrheit lodert hinterrücks. Okay, also die Flamme hinter uns sozusagen. Was jetzt? Ha! Okay, hier geht's auch nochmal richtig heiß her. Blaue Typen, ja? Auch diesen One-Hit. Ball and Chain Dude. Der braucht zwei. Einzige normale Gegner sozusagen, der zwei braucht. Oh, da sind wir. Du bist doch Ralph aus Ambis Blutslinie. Ha, ich werde mich nicht mit so einem kleinen Fisch abgeben. Aus dem Weg. Oder möchtest du etwa kämpfen? Bring mich nicht zum Lachen. Narr, dies ist der Körper von Ambi, deiner Vorfahren. Besiege mich und du wirst aus dieser Welt scheiden. Na, immer noch kampflustig? Elende Betrügerin. Prima, strecke ich dich nieder, werde ich verschwinden. Kein schöner Gedanke, aber ich habe keine andere Wahl. Nichts zu unternehmen und einfach weiterzuleben ist nicht meine Art. Das Leben hätte keinen Sinn. Ich werde dich besiegen im Namen des Volkes dieser Zeit und im Namen Nairos. Oh, Link, nur aufgrund meiner Güte ist der junge Ralph verschont geblieben. Und dennoch greifst du mich an? Fügst du Ambis Körperschaden zu, ist dies Ralphs Untergang. Es kann nicht deine Absicht sein, das Leben deines werten Freundes durch dein eigenes Handeln zu beenden. Hahaha. Ja, ja. Du bist trotz meiner Warnung hier, schätzt du das Leben nicht oder bist du einfach nur ein Narr? Wie auch immer, es wird nicht einfach. Ich werde dich in die Schranken weisen. Nun ist Schluss mit meiner Höflichkeit. Also das ist jetzt im Endeffekt das gleiche wie wir schon mal hatten. Irgendwelche Nerv-Leute hier. Okay. Dass noch solche Spinnen dazu kommen. Ja, okay. Das war jetzt so gut. Gut, dass wir ein Lebenselixier dabei haben. Uff, ich hätte nie erwartet, vor diesen Knirps zu fallen.
Link, was ist geschehen? Es kommt mir so vor, als wäre ich in einem bösen Traum gefangen, als habe ich das leibhafte Böse von meinem Körper Besitz ergriffen. Was? Ich muss unverzüglich aufbrechen. Deine Augen sind voller Sorge. Hätte ich nur getan, was man mir sagte. Oh. Gut gemacht. Ich dachte mir, ich könnte dich nun einnehmen. Vielleicht ist das angenehmer als bei dem Narr Ralf. Du hast mich bereits zuvor so gesehen, doch es entspricht nicht meiner wahren Gestalt. Bereue es, dass du meine wahre Macht heraufbeschworen hast. Die sieht aus wie eine böse Fee. Ich liefere dir Gründe, Veran, die Meisterin der Schatten, zu fürchten. Was mit dem Herz, dass die Herzen fallen lassen, ist gut. Sie wird auch immer schneller, glaube ich. Oh, oh. Das war doch ein bisschen einfacher als gedacht. Wie konnte dies nur geschehen? Link, bist du unversehrt? Link, du hast es geschafft. Ich dachte nun, es sei vorbei, doch Nairu war dort. Jemand muss ihr zur Seite stehen. Ich werde trainieren, damit ich ganz allein Nairu beschützen kann. Endlich hast du Veran besiegt. Nun wird sich der chaotische Zeitfluss wieder normalisieren. Gehen wir ins Dorf zurück? So leicht kommst du nicht davon. Gute alte Garne und Dings, ne? Man besiegt ihn und dann kommt am Ende noch Garne aus den Ruinen. Bisschen so sieht's jetzt aus. Oh, was ist sie denn jetzt? Eine Münze? Oder wie herzlos von dir, mich hier allein zurückzulassen. Meine Güte, wie mutig du bist. Meine gesamten Pläne hast du zunichte gemacht. Diese grässliche Gestalt sollte niemals jemand sehen sollen. Für diese Erniedrigung sollst du mit deinem Leben bezahlen. Achso, sie ist ein bisschen eitel. Nun, Link, ist es an dir, den Schmerz zu erleiden. Und eine Schildkröte. Und den Tod zu ablegen. Aua. Okay. Okay, was ist jetzt auch wieder diese... sie sich ausruht, muss man sie da angreifen. Okay, was ist jetzt? Ah ja. Gehört, dass Bomben hier hilfreich sein sollen. Ah, und dann muss man sie wahrscheinlich angreifen. Alles klar. Ah, jetzt ist wieder, was haben wir, die Kröte. Ah, mein Körper schwindet dahin, doch du bist zu spät. Meine Aufgabe war es, den Zeitfluss zu unterbrechen und die Menschheit in Qualen zu ertränken. Die Verzweiflung dieser Menschen hat bereits den Turm ergriffen und Tim Rover zu erreichen. Ich sehe sie, blau lodern die Flamme der Qual. Ich warte auf dich, Link, um dich heimzusuchen, und der König des bösen Ganon wird die Welt heimsuchen. Naja, immer dieses Gequatsche am Ende noch. Link, was geschieht da drin? Da ist er. Was ein Auftritt. Link, ich bin so froh, dass du heil bist. Ein Segen. Du hast wahrhaftig Veran besiegt? Gut gemacht, Link. Du bist wirklich erstaunlich. Wie? Königin Ambi, sie ist davongerannt, als sie sah, dass du gefangen wurdest? Gehen wir. Thank you.
Wie willst du es mit Ralf aufnehmen? Link, du bist heil. Ich rief soeben meine Wachen zur Hilfe, um dich aus dem Turm zu befreien. Erschreck mich nicht so. Ich dachte schon, du wärst Verans Spielchen zum Opfer gefallen. Link, dank dir ist wieder alles in Ordnung. Vielen Dank. Die sind wieder am Leben. Oh, schnell beispielen wieder. Oh Mann. Ha, dafür haben die extra einen Sprite gemacht, wie die dann K.O. aussieht. Link, ich habe großen Respekt vor dir. Ich dachte, es sei vorbei, als man dich im Turm gefangen nahm. Niemals hätte ich gedacht, dass du mich übertrumpfen würdest. Ich habe es eigentlich von Anfang an gemacht. Link, es ist so furchtbar. Zelda, ach Zelda, hör zu. Als die Versteinerung der Menschen zurückging, wollten Zelda und ich einen weinenden Jungen aufmuntern. Dann blitzte es. Hohoho, wohin des Weges? Welch törichte Prinzessin? Hihihi, wir haben dich gefunden, Prinzessin Zelda. Hoffnung für die Menschen? Das wissen wir zu verhindern. Und du selbst wirst die Flamme der Verzweiflung entzünden. Hihihi. Da ist jetzt wirklich die Damsel. Wir haben das Opfer fest in unseren Händen. Wenn mit Zelda die Hoffnung der Menschen untergeht, wird die Verzweiflung das Land ergreifen. Es ist an der Zeit. Ohohoho, die lang herbeigesehnte Flamme der Verzweiflung brennt endlich. Die Flammen der Qual und der Zerstörung sind durch Veran und Onyx entzündet. Das Opfer Zelda sorgt für die Verzweiflung. O Flammen der Qual, der Verzweiflung und der Zerstörung, verschmelzt mit diesen finsteren Mächten, die unsere Desaster hervorbrachten. Hihihihi, es ist nah, komme zu den drei Flammen, komme empor aus der finsteren Tiefen, aus den finsteren Tiefen, komme Ganon, König des Bösen. Link, der Held, du hast viele Aufgaben bewältigt, du hast großes Wissen um die Essenzen der Zeit und der Natur erworben, nur du allein bist in der Lage, Twin Rover zu bezwingen. Mystische Kraft fließt durch deinen Körper. Danke für die Heilung. Ich werde dir zur Hilfe eilen. Oh, hallo. Din, was machst du denn hier? Zeit, Natur, du Held der Essenzen. Ich bin Din, das Orakel der Jahreszeiten. Eile, Link, du hast Veran besiegt, doch die Planet und Rora sind noch nicht zerschlagen. Die finsteren Mächte des Königs des Bösen nehmen zu. Die Kräfte von uns Orakeln werden dich zu Prinzessin Zelda führen. Vereitle Twin Rovers Pläne und halte die Wiederbelebung des bösen Königs Ganon auf. Link, du wirst es schaffen. Wir zählen auf dich. Möge der göttliche Schutz des Triforce mit dem Helden der Essenzen der Zeit und der Natur sein. Machen wir das jetzt noch? Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Cliffhanger fürs nächste Mal, wo dann wirklich das Finale ist. Also jetzt haben wir quasi das Finale des normalen Spiels mit halt ein bisschen Zelda bla bla dazu erlebt. Und nächste Woche ist dann wirklich das Finale des Finales. Das ist dann quasi von beiden Spielen sozusagen. Und wir haben sogar noch das Elixier haben wir auch noch. Ne? Von daher sieht's gut aus. Aber okay, wie gesagt, an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!